Hallo und willkommen zum nächsten Teil von der spannenden Videoserie EMV, Störungen, böses Zeug und so weiter. Die anderen zwei Teile sind irgendwo da oben verlinkt, glaube ich. Wir schauen uns heute mal ein paar Grundlagen an, denn es ist nämlich ganz, ganz wichtig, erstmal zu wissen, was gibt es überhaupt für Störer, damit wir wissen, wie kann man dagegen vorgehen, ne? Weil einfach zu sehen, ja, da ist eine Frequenz, mach mal irgendwas, das bringt meistens nicht so viel. Deswegen gucken wir uns heute mal so ein Teil hier an. Ein dicker, fetter Trafo. Guck mal, was der so generiert. Und wir gucken uns in dem Video auch an, warum zum Beispiel so ein Netzwerkkabel verdrillt ist. Warum verdrillt man Kabel? Das gucken wir uns in diesem Teil an. Um euch das Ganze jetzt zu zeigen, habe ich ein paar Sachen vorbereitet. Einmal mein geliebtes Rodion Schwarz Oszilloskop und einmal für ein bisschen später dann noch ein Netzteil. Und ich habe hier mal vier Kabel vorbereitet. Zwei davon sind einfach so lose. Und zwei davon sind verdrillt. Verdrillen von Kabel im Übrigen, wie ihr hier seht, kann man relativ einfach mit dem Akkubohrer machen, Akkuschrauber machen. Wenn man es in den Schraubstock einspannt, geht das richtig gut. Falls ihr nach dem Video mal irgendwann ein Kabel verdrillen wollt, weil ihr merkt, das könnte Sinn machen. Oder auch nicht. Die Kabelenden auf dieser Seite sind lose, also die sind absolut nicht miteinander verbunden. Da gibt es keine Verbindung oder sonstiges. Und auf der Seite habe ich sie abisoliert. Einfach damit ich was anschließen kann. Und jetzt schließen wir einfach mal unser Oszilloskop hier an und gucken uns das Bild an, was wir kriegen. Wenn ich das Ding jetzt schon mal in meine Hand nehme, menschlicher Körper ist ein sehr guter Empfänger für diese 50 Hertz Netzstrahlung, die uns umgibt. Und wenn ich natürlich jetzt mit meiner Hand in die Nähe komme von diesem Kabel, kann man erkennen, dass da gleich richtig was abgeht. Wenn wir das Kabel jetzt aber ganz, ganz in Ruhe unangetastet hier liegen lassen, können wir auf unserem Oszilloskop wunderbar erkennen, dass wir hier bereits eine Spannung haben. Denn ein Kabel, das irgendwo rumliegt, ist automatisch auch immer gleich eine Antenne. Kann praktisch sein, muss es aber nicht. Wir sehen jetzt einmal links unten in der Anzeige, dass wir 50 Hertz an Frequenz haben. Bedeutet also, wir haben hier unsere Netzfrequenz. Was wir aber auch weiterhin noch sehen, und zwar sieht man quasi sogenannte Oberwellen auf dieser 50 Hertz Grundfrequenz. Das sind diese bösen Spitzen und dieses komische Rauschen, das wir hier drüber haben. Und dieses Rauschen wird jetzt von diversen anderen Dingen produziert. Ich habe ja hier im Büro WLAN, Leuchtstoffröhren, was auch immer. Und dieses Rauschen haben wir jetzt natürlich auch auf dieser Leitung drauf. Denn diese Leitung generiert, ob sie will oder nicht, eine Leiterschleife. Und diese Leiterschleife sorgt dafür, haben wir ja mal irgendwann gelernt in dem Let's Play, dass Strom induziert wird. Ein Magnetfeld, elektromagnetisches Feld von irgendeiner Störung geht durch diese Leiterschleife durch und induziert uns dadurch ungewollt in diesem Fall eine Spannung. Diese Spannung sehen wir jetzt am Oszilloskop und die ist ziemlich uncool. Wir müssen es jetzt in beide Richtungen betrachten. Zum einen ist es ziemlich uncool, weil wenn wir jetzt ein Signal da drauf haben und das Signal am Ende wieder auslesen wollen, kann das Ding uns natürlich extrem stören. Angenommen ein Netzwerkkabel, wenn ich jetzt ein Netzwerkkabel 50 Meter durchs Haus lege und ich komme an einigermaßen vielen Störern vorbei, habe ich das Problem, dass ich natürlich dann am Ende vielleicht meine Datenpakete nicht mehr empfangen kann. Die andere Richtung ist aber ähnlich zu betrachten. Angenommen, wir wollen jetzt Daten über das Netzwerk übertragen und aber nichts anderes stören, wäre das natürlich auch so. Wir spannen damit eine Leiterschleife auf und wenn wir dann Daten übertragen, wenn wir eine Wechselspannung übertragen und Daten ist ja eine veränderbare Spannung, dann wird auch ein magnetisches Feld induziert, was uns dann in diesem EMV-Test in der Kammer wieder Probleme macht. Jetzt mal auf Kabel betrachtet. Bei der Platine sieht es ähnlich aus, aber wir betrachten jetzt eben mal die Kabel. Wenn wir nun ein Kabel verdrillen, passiert Folgendes. Wir kriegen quasi immer so kleine Leiterschleifen, die quasi in der Mitte, wenn sich die Kabel überlappen, entsprechend null sind. Und nach außen hin kriegen wir dann wieder zwei Leiterschleifen, jetzt mal übertrieben groß angezeichnet. Da sich diese Leiterschleifen aber permanent umdrehen um 180 Grad, kriegen wir einen richtig coolen Effekt zusammen. Und zwar wird ein Strom induziert durch das magnetische Feld. Aber das magnetische Feld ist ja eigentlich, das ist ja nicht so klein, es ist ja ein bisschen breiter in der Regel. Das heißt, es induziert auch in der danebenliegenden Leiterschleife auch ein magnetisches Feld. Da die aber um 180 Grad gedreht ist, ist auch der induzierte Strom
in die andere Richtung. Bedeutet im Idealfall, Idealfälle haben wir nie, aber im Idealfall heben sich diese Ströme gegenseitig auf. Und deswegen, ganz einfach, deswegen verdrillt man Leitungen. Wenn wir uns jetzt mal mit Kanal 2 diese verdrillte Leitung als Vergleich dazu angucken. Ich habe jetzt quasi hier diese verdrillte Leitung angeschlossen und an Kanal 1 eben immer noch die nicht verdrillte Leitung. Und wenn wir jetzt das Bild im Ostsee uns betrachten, haben wir hier deutlich, deutlich weniger Störungen drauf. Klar, die 50 Hertz haben wir immer noch drauf. Die 50 Hertz sind echt ein großes Problem. Mit dem müssen wir jetzt aktuell leben. Wir haben ja keinen Massebezug. Das Ding hängt ja frei in der Luft. Deswegen werden wir die 50 Hertz jetzt auch nicht loswerden. Aber man kann auf diesem Bild schon sehr gut erkennen, dass diese ganzen Spitzen und diese ganzen Oberwellen, die da drauf sind, auf jeden Fall viel, viel, viel kleiner sind. Diesen Fall, den wir hier jetzt haben, ist unser erster böser Fall und wir reden jetzt hier bei diesem gesamten Konstrukt von sogenannten Gegentaktstörungen. Bedeutet, dass diese Störungen meist durch Induktion aufgebracht werden und gegensätzlich, wenn man die Leitungen anbetrachtet, gegensätzlich sind. Gegentaktstörungen sind sehr, sehr schwierig wegzukriegen. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal hier angucken, ich wickle jetzt mal dieses Stück Draht hier um diesen Trafo drumherum. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, haben wir jetzt hier noch unser Bild von vorhin. Und wenn ich jetzt den Trafo einschalte, kriegen wir plötzlich da ganz, ganz andere Werte raus. Also wir reden hier jetzt plötzlich von 3 Volt in etwa. Peak, die uns hier durch diesen Trafo an Störung aufgebracht wird. Da hilft jetzt auch das Verdrillen nichts, denn bei 50 Hertz zum Beispiel haben wir einfach riesige Leiterschleifen. Diese Leiterschleife besteht zum Beispiel aus diesem Kabel plus dem Ostsee plus irgendwelchen Erdungsleitungen oder Stromleitungen im Haus. Da könnte man nichts dagegen machen, außer wir stellen jetzt einen Massebezug her, aber wenn wir den nicht haben, hätten wir hier zum Beispiel jetzt ein Problem. Denn 3 Volt tut schon weh. Durch Verdrillen kriegen wir es nicht weg. Wir können Filter einbauen. Das zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Wir können sogenannte Netzfilter einbauen, wenn wir jetzt bei dieser Frequenz diese Störungen hätten und damit Probleme haben. Ansonsten können wir eben durch diese hochfrequenten Anteile durch verdrillende Leitungen wegbringen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel, irgendeinen Motor haben, der irgendwie eine Ansteuerleitung hat und Servomotor, Servoleitungen und irgendwie noch die Motorstromleitung. Dann macht man es in der Regel so, dass man entweder versucht, es rein räumlich zu trennen, weit zu trennen, oder dass man auf jeden Fall Leitungen, die viel Strom führen, die dann negative Spannungen induzieren können, dass man die quasi schirmt. Andere Möglichkeiten hat man nicht großartig, denn ich kann natürlich das Zeug jetzt befiltern, das zeige ich euch jetzt ja gleich mit dem Netzfilter, aber das bringt uns das Befiltern, wenn wir jetzt das Nutzsignal zum Beispiel auch mit rausfiltern. Also man kann nur beschränkt filtern und das wäre dann sonst ein Problem. Ich habe jetzt hier so ein kleines, wundervolles Design-Kit von Würth Elektronik in der Hand, das genau dafür gemacht wurde. Design Your EMC-Filter. Da sind vorne drin ein paar Sachen beschrieben, was Störungen sind, wie sie auftauchen können und was man dagegen machen kann. Und hinten drin dann noch ein paar so Datenblätter und Kurven von den Bauteilen, die hier mit dabei sind. Das sind ganze Horde Bauteile mit drin, finde ich ziemlich cool. Sind ein paar so Platinen drin und eine habe ich schon mal vorgelötet. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine stromkompensierte Drossel mit drin. Diese stromkompensierte Drossel tut uns schon mal einen großen Teil der Störungen wegnehmen. Denn dadurch, dass wir hier diesen Ringkern haben, kriegen wir hier ein Magnetfeld induziert durch diese Wicklung und kriegen auf der anderen Seite ein Magnetfeld induziert. Und wenn sich diese Magnetfelder gegenseitig aufheben, sorgt es dafür, dass wir weniger Störungen hinten raus haben. Zusätzlich haben wir einfach eine Spule in Serie, also ich meine Trafo aus 2 Spulen. Die Spule verschwindet dann ja nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel noch einen Kondensator zwischen die Leitungen schalten, wie hier, ich stecke den jetzt einfach mal rein, testhalber. Wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Kondensator zwischen die Leitungen schalten, kriegen wir natürlich mit diesen Spulen und dem Kondensator einen LC-Tiefpass. Der sorgt auch wieder dafür, dass Störungen rausgefiltert werden. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Ich schließe jetzt erstmal die Leitungen entsprechend an und zwar die nicht verdrillte Leitung packe ich jetzt einfach mal in den Eingang rein. Und wir gucken uns das Ganze auf der Ausgangsseite hier an. Wir sehen jetzt, dass diese stromkompensierte Drossel in diesem Fall 50 Hertz noch gar nicht viel macht.
Was sie wegfiltert, sie filtert natürlich schon diese bösen Oberwellen weg. Das hat man vorhin gesehen, dieses komische Rauschen obendrauf, die sind jetzt schon mal weg, dank dieser Drossel. Wenn wir jetzt noch einen Kondensator parallel oder quasi parallel zur Leitung schließen, kriegen wir plötzlich einen ganz tollen Effekt. Und zwar haben wir entsprechend jetzt auch diese 50 Hertz Netzfrequenz ausgefiltert. Und nur so kann man das machen. Wenn natürlich jetzt irgendwelche Nutzsignale oben drauf gelagert wären, sind die natürlich auch weg. Also da geht es jetzt rein um Spannungsversorgung oder sowas, dass man da nicht diese Störungen drauf hat. Das Vergleich nochmal ohne Kondensator, also ohne LC-Tiefpass, die 50 Hertz. Und erst auf dem Moment, wo wir den LC-Tiefpass hinkriegen, haben wir auch die 50 Hertz rausgefiltert. Das waren jetzt also die bösen Gegentaktstörungen. Jetzt gehen wir zu dem anderen Fall. Das Gegenteil von gegen ist gleich. Also es gibt Gegentaktstörungen und es gibt Gleichtaktstörungen. Gleichtaktstörungen sind eigentlich die ja häufiger auftretenden, sage ich mal. Wir brauchen dazu jetzt aber definitiv ein Bezugspotenzial. Wir brauchen für Gleichtaktstörungen, die zu untersuchen, definitiv ein Massepotenzial, damit wir die irgendwie testen, versuchen, untersuchen und so weiter können. Gleichtaktstörungen treten permanent auf. Die entstehen vorwiegend durch kapazitive Kopplung. Was ist jetzt eine kapazitive Kopplung? Wenn ich jetzt zwei Leitungen nebeneinander führe, bilden diese zwei Leitungen einen Kondensator. Machen sie leider. Ist eine parasitäre Eigenschaft von Leitungen, die parallel geführt werden. Man hat automatisch einen Abstand, man hat einen Querschnitt, also eine Fläche, einen Abstand, hat automatisch einen Kondensator, ob man es will oder nicht. Was macht ein Kondensator? Das haben wir auch schon mal gelernt. Ein Kondensator speichert Energie. Aber ein Kondensator wird auch mit zunehmender Frequenz mehr wie ein Widerstand, bis hin zum Kurzschluss. Bedeutet, wenn man jetzt eine hohe Frequenz auf einen Kondensator gibt, wirkt dieser Kondensator für diese hohe Frequenz wie ein Kurzschluss und die geht einfach 1:1 durch. Wenn wir jetzt also hier eine Frequenz draufgeben auf die eine Leitung, wird durch diesen negativen Einfluss, durch diesen Kondensator, diese Frequenz auch auf der anderen Leitung zu sehen sein. Und das kann uns richtig den Tag verhauen. Denn wenn wir zum Beispiel irgendwie ein I²C-Signal haben und wir wollen nebendran eine Leitung führen, die uns irgendwie eine LED einschaltet, kann es sein, dass diese LED-Schaltvorgänge auf der I²C-Leitung sind. Und dass das wirklich so ist, schauen wir uns jetzt mal an. Wir nehmen dafür das Netzteil, das ich vorbereitet habe, das stelle ich jetzt einfach mal auf 5 Volt. Wenn wir diese 5 Volt haben, brauchen wir natürlich die 5 Volt auf irgendein Potenzial. Deswegen schließe ich jetzt mal Masse vom Oszilloskop an die Masse vom Netzteil an. Jetzt haben wir schon mal unser Potenzial. Und jetzt gebe ich auf die weiße Leitung Tastkopf Nummer 1 und auf die schwarze Leitung Tastkopf Nummer 2. Jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen 50 Hertz Rauschen, wie vorhin auch drauf. Das soll uns jetzt aber nicht weiter stören. Wenn ich jetzt an Kanal 1, also an die weiße Leitung 5 Volt gebe, ich habe hier 5 Volt eingestellt, ich habe jetzt an diesem Messkabel 5 Volt. Wenn ich diese 5 Volt jetzt hier an die Leitung gebe, passiert Folgendes. Wir kriegen eine richtig schöne Spitze, wie man erkennen kann. Der gelbe Kanal, also die weiße Leitung, kriegt 5 Volt. Also wir haben unten 0 Volt. Das hüpft hoch auf 5 Volt, weil ich die ja mit dem angelegt habe. Und wir sehen auf dem grünen Kanal an der schwarzen Leitung plötzlich diese komische Spitze da unten. Und das ist jetzt schon ziemlich merkwürdig, oder? Denn diese zwei Leitungen haben absolut keine Verbindung. Hinten sind sie beide offen, haben wir ja gezeigt vorhin. Und vorne hängen die auch nicht zusammen. Und diese Spitze, die wir jetzt hier unten an diesem grünen Kanal kriegen, am Kanal 2 kriegen, entsteht ausschließlich durch kapazitive Kopplung. Wenn ich das jetzt ein paar Mal wiederhole, ich kann auch mal versuchen, ein unschönes Signal raufzukriegen. Das zum Beispiel wäre perfekt dafür. Hier kann man jetzt wunderbar erkennen, dass die Schaltflanken und die Spitzen und die Pegelwandlungen, die wir auf dem Kanal 1 haben, auch 1:1 auf Kanal 2 weitergegeben werden. Und das ist jetzt doch ziemlich uncool, weil das natürlich auch wieder entsprechend Störungen verursacht. Das seien einmal die Störungen, die unser Signal kaputt machen, wenn wir irgendwas übertragen wollen. Zum anderen sind es auch immer wieder Dinge, man schaltet eine LED und man hat die komplette LED abgesichert und wundert sich plötzlich, warum falle ich durch den EMV-Test durch. Wäre dann so ein klassischer Fall. Man hat dann quasi irgendwie neben der LED eine andere Leitung. Die LED-Leitung hat man wundervoll abgeschirmt, mit irgendwelchen Maßnahmen davor geschützt, dass die irgendwas abstrahlen kann. Und plötzlich strahlt die Leitung nebendran ab, weil eben kapazitiv dort entsprechend eine Spannung übergekoppelt wird.
Abhilfe bei dieser Gleichtaktstörung wäre zum Beispiel eben entsprechend eine räumliche Trennung. Wenn man jetzt noch eine schöne Massefläche oder so zwischen die Leitungen packt, kriegt man das auf jeden Fall ganz, ganz toll hin. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine verdrillte Leitung uns angucken, ich mache jetzt den gleichen Versuch nochmal mit der verdrillten Leitung, dann werden wir gleich sehen, dass wir da richtig krasse Probleme kriegen mit demselben Verfahren. Denn, wie man jetzt erkennen kann, ist die grüne Linie deutlich höher, denn durch das Verdrillen haben wir natürlich einen viel besseren Kondensator zwischen diesen Leitungen. Das müssen wir auch bedenken. Also wir kriegen zwar die Gegentaktstörung gut weg damit, aber die Gleichtaktstörung wird dadurch größer. Wir kriegen ein größeres Übersprechen zwischen diesen zwei Leiterpaaren, was uns in der Regel aber nicht stört. Das kriegen wir dann hinten mit einer entsprechenden Filtermaßnahme relativ gut raus, beziehungsweise werden dann in der Regel solche Signale differenziell übertragen. Und wenn man dann eine Differenz aus diesen differenziellen Signalen bildet, heben sich diese Störungen praktischerweise gegenseitig auf. Wir fassen also das Ganze jetzt nochmal kurz zusammen. Es gibt zwei Arten von Störungen, die uns den Tag versauen. Gegentaktstörungen und Gleichtaktstörungen. Gegentaktstörungen sind die gemeineren. Da haben wir relativ viele Probleme, weil da müssen wir wirklich schauen, dass wir es irgendwie räumlich und so getrennt kriegen, gerade wenn wir bei Netzfrequenz arbeiten oder wenn uns irgendwie die Netzfrequenz reinspuckt. Ansonsten kriegen wir es mit Verdrillen und so raus, so hochfrequente Anteile und so, das geht relativ gut. Der zweite Fall, die Gleichtaktstörungen, sind ein bisschen einfacher zu handhaben. Die werden durch kapazitive Kopplung erzeugt. Wie wir hier gesehen haben, einfach zwei Leitungen, die parallel laufen, reicht schon aus, um von einer Leitung zur anderen Leitung ein Störsignal zu übertragen. Die kriegt man relativ leicht weg, bei Netzwerk zum Beispiel eine differenzielle Datenübertragung, wie gesagt. Dann heben sich die unterm Strich, wenn man die Differenz bildet, aus diesen Signalen wieder auf. Da sie gleichtaktmäßig, also auf beiden Signalen, zum Beispiel jetzt gegen Plus, auftauchen. Wie wir das Ganze jetzt in der Platine betrachten und vor allem, wie wir das Ganze messen können, denn natürlich will man nicht sofort in eine EMV-Kammer laufen, weil es ja auch Geld kostet, aber was für Hausmittelchen es so gibt, wie man jetzt auf einer Platine gucken kann, strahlt da was, stört da was? Das zeige ich euch dann nächste Woche im vierten Teil. Bis dahin, ciao!